Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Eklat vom Donnerstag hat der Thüringer Landtag heute seine konstituierende Sitzung fortgesetzt. Das Verfassungsgericht des Landes hatte gestern Abend auf Antrag der CDU die Regeln für den Ablauf klargestellt. Es verpflichtete den Alterspräsidenten des Landtages, den AfD-Abgeordneten Treutler, Anträge aller Fraktionen zur Wahl des Parlamentspräsidenten von Anfang an zuzulassen. Dies hatte Treutler am Donnerstag verweigert. Ja, und in Erfurt ist mein Kollege Lars Sänger. Hält sich denn Alterspräsident Treutler bisher an die Vorgaben des Gerichts? Also es scheint tatsächlich so zu sein, als würde hier an diesem zweiten Tag der konstituierenden Sitzung Normalität einziehen im Thüringer Landtag. Die AfD-Fraktion hat unmittelbar vor dieser Sitzung angekündigt, dass sie sich heute also an den Ablauf, an den der auch vorgegeben worden ist, halten wird. Und entsprechend sind wir auch jetzt 20 Minuten nach Beginn dieser Sitzung bereits voll im Zeitplan. Der Alterspräsident hat das getan, was ursprünglich auf der Tagesordnung stand. Er hat die Beschlussfähigkeit des Landtags inzwischen festgestellt. Er hat die Namen verlesen und auch über die veränderte Tagesordnung abstimmen lassen. An diesem Punkt sind wir jetzt genau am neuralgischen Punkt, nämlich der Frage, wird die Geschäftsordnung des Thüringer Landtags noch vor der Wahl der neuen Landtagspräsidentin bzw. des neuen Landtagspräsidenten geändert? Genau dieser Punkt wird jetzt hier gleich abgestimmt werden. Und sollte auch das, was zu erwarten ist, durchgehen, dann wird sich diese Sitzung hier möglicherweise in ganz normalen Bahnen weiter verlaufen lassen, nämlich dass dann ziemlich zeitnah hier auch über den neuen Landtagspräsidenten bzw. die Präsidentin abgestimmt werden wird. Und wie genau wird es heute noch weitergehen im Landtag? Also die Abstimmung über den oder die Landtagspräsidentin wird vermutlich relativ normal ablaufen, im Sinne, dass es da natürlich Mehrheiten gibt. Aber natürlich wird hier auch über die Vizepräsidentinnen und Präsidenten abgestimmt. Und da ist zu erwarten, dass es möglicherweise noch mal Streitpotenzial gibt. Denn es zeichnet sich ab, dass die Kandidatin der AfD, Wiebke Musal, die ja wahrscheinlich dann auch als Vizepräsidentin kandidieren soll, hier keine Mehrheit bekommt. Insofern könnte sich das an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen hinziehen. Vielen Dank für die Information. Lars Sänger war das in Erfurt. In den USA sind durch den Hurricane Helene mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Das nationale Hurricane-Zentrum meldet schwere Überschwemmungen im Südosten des Landes und warnt weiterhin vor Sturzfluten. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern in der Stunde war der Sturm am Donnerstagabend im Bundesstaat Florida auf Land getroffen und hatte große Zerstörungen angerichtet. Inzwischen hat er sich abgeschwächt.